Willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Wie im letzten Part haben wir das legendäre Vogel-Pokémon, nicht Vogel-Pokémon, Vogel-Pokémon Arktos gefangen. Nach einem sehr langen Kampf. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Kraftwerk, welches sich hier auf Route 10 befindet. Hier muss ich. Verdammt. Nee, da muss ich nicht hin. Ich muss zum Felstunnel nach oben, genau. Ah, gut, ich weiß, wo ich hin muss. Da, hier, hoch. Erstmal schon mal Top-Schutz einsetzen, na? Das denke ich mal eine Möglichkeit, oder? Und dann gehen wir jetzt zum Kraftwerk, wo wir Zapdos fangen wollen. Und natürlich auch fangen werden. Ich habe mir noch 99 weitere Hyperbälle geholt, ein paar Hypertränke. Also sterben werden wir nicht. Kraftwerk. Erstmal den Typ hier besiegen. Bist du auch ein Pokémon-Pokémaniac? Möchtest du meine Sammlung sehen? Auch schon wieder. Hä? Rihorn, was soll ich da einsetzen? Reitschuh wohl nicht, oder? Nee, das kann ein Wasser-Pokémon, oder? Dragonier. Nimm Dektrio und setz RP mal in Intensität. Boah, jetzt habe ich das Dragonier rausgeholt. Kann ich was mit Dragonier ausrichten? Ich habe nämlich nur Surfer. Surfer ist doch gut. Nur, die Frage. Nur, ich habe nämlich nur Surfer. Sehr effektiv, also. Down! Schlurp! Was ist gegen Schlurp effektiv? Also normal effektiv. Ja, manchmal. Alles ist gegen normal effektiv. Außer Gift oder was weiß ich. Nee, Gift glaube ich nicht. Komm, Intensität 6. Oh Mann. Warum Intensität 6? Ich will 10 haben. Ja. Intensität 9. Und Volltreffer? Nee. Aber tot. Boah. Fast 11. Naja, macht nichts. Immer diese Pedos. Kraftwerk, okay. Ich hab einen Top-Trank gefunden, geil. Ich muss aufpassen, einige von diesen Items sollen Elektroball sein. Die Musik ist geil. Und da habe ich einen Elektroball. Ich soll mich einfach nur da durchschlagen. Also Elektro ist auf Elektro nicht effektiv, oder? Obwohl, ne, ich nehme einfach Glurak. Glurak nehme ich einfach gegen Elektroball, das passt schon. Das weiß ich nämlich, dass Feuer gegen Dings da effektiv ist. Das habe ich mir gemerkt.
Was ist Zapdos denn vom Typ her? Dann kann ich doch. Immer schön Topschutz nehmen. Ich habe nicht umsonst noch 20. Ich habe Donner gefunden. TM Donner. Das ist super. Ja? Ja. Pikachu geben oder was? Ich habe Donnerstein gefunden. Ja, toll. Du meinst Raichu und... Ja. Nee. Donner Rüdiger geben. Ja. Ist Donner stark? Ja. Okay. Ist die stärkste Donnerattacke. Sag ja auch irgendwie der Name. Okay, dann tue ich meine schwächste Donnerattacke dafür einfach weg. Logischerweise, weil ich habe zwei. Gebe ich die dem Mann natürlich auch mal direkt war. Ja. Wo ist er denn, Donner? Ah, da. Ich kann sie Porygon, Dragonier und Nidoking geben. Ich gebe sie trotzdem Rüdiger. Nee, ich geb sie Rüdiger. Weil es Rüdiger. Rüdiger ist cool. Ja, das hat ja auch keinen. Donnerschock geht dafür weg. Was denn Donner? Blitz und Donner. Na? Ja. Passt schon. Spiel ich gerade wieder. So sieht's doch aus. Da siehst du mich nicht mal. Psst, weiß doch keiner. Ja doch, eigentlich weiß das jeder, aber. Ja gut. Hä? Am 7.11. meinst du? Am 7. oder 8. meine ich. Ach ja, stimmt. Ja, wann schon wieder hat vor. Ich sag mal, eine Woche oder so. Hast du die JLP gesehen? Ja. War super. Ich hab gedacht. Und ich habe 4 Fragen gestellt. Ja, guck. Wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt es euch an. Also ich habe auf jeden Fall Zapdos habe ich auf jeden Fall gefunden. Ja, erzähl den Leuten nochmal von deinen Hörbüchern. Nein! Du weißt überhaupt nicht, was damit gemeint ist. Mit den Hörbüchern. Danke. Aber das war sie mal viel zu ernst beantwortet von so. Okay. Ich speichere jetzt nämlich ab. Und dann ging es halt aus, ne? Ja, weil ich beende den Part definitiv jetzt nicht nach 10 Minuten. Ja, hä? Über eine halbe Stunde.
Zapdos. Jaul. Aha. Oh, Zapdos ist geil. Es ist schwarz-gelb. Also darf ich nicht eine Gesteinsattacke jetzt einsetzen, oder? Ja, aber du sollst Diktri raus, und damit der erstmal dich nicht angreifen kann und dich nicht. Der Diktri hat gekillt. Wie? Wie ist Diktri denn gestorben? Ja, das ging so schnell. Glurak, komm mal raus. Ja, der kriegt jetzt aber erstmal einen Flammenwurf in die Fresse. Solange der sich nicht heilen kann. Agilität, okay. Das passt. Kann Zapdos sich heilen? Guck nach. Er kann sich nicht heilen. Sauber. Donnerwelle, jetzt paralysiert er mich. Oh Gott, Mewtwo. Ach stimmt, den mache ich genau. Den fange ich lame. Okay. Jetzt brauche ich Zapdos schon mal nicht mehr schwächen, weil ich denke, ich habe den jetzt genug geschwächt. Pokéball in die Fresse! Ja. Schade, hat sich befreit. Ja. Stell dir vor, ich fange den damit. Aaron hat nicht gelacht. Die haben beide gelacht. Aaron hat aber nicht über Tim gelacht, sondern gelacht. Als er gegen Rayquaza verloren hat. Ja. Ich verliere nicht gegen Zapdos. Zapdos kriegt jetzt. Bist du einfach total ruhig. Hä? Ja, bist du einfach total ruhig. Wobei. Ich lach aus. Superball in die Fresse. Er hat sich befreit. Ich mache jetzt Scanner. Hahaha, ha, ha. Sein Scanner schlug fehl. So, Hyperball in die Fresse. Sein Scanner schlug fehl. Schon wieder. Zapdos, den will ich jetzt aber nicht weiter schwächen, weil der hat ein bisschen mehr als Arctos, aber ja. Ist er schon bei Rot? Ja. Ja, reicht's doch. Und ich kann ihn schlecht paralysieren, oder? Ah, Bohrschnabel, damit hat der Diktri gekillt. Ah, scheiße. Was ist, was der Bohrschnabel kann? Ich dachte, du hast nachgeguckt, was der kann. Ganz ehrlich, soll ich den paralysieren? Obwohl, das bringt nichts. Ich glaube, das geht nicht mal. Ich hab den fast gefangen. Dreimal hat sich der Hyperball bewegt. Alter, ich hätte gelacht, wenn ich den gefangen hätte. Auf einmal dann. Und du fragst dich, hättest dich dann gefragt, warum lacht er denn jetzt? Hat er sich mal ein... Und Glurak überlebt mit 2 KP. Ja. Gut, wenn der Glurak killt. 1. Ich zähl wieder, das bringt Glück. Wenn der Glurak. Ja. Wenn der Glurak killt, dann hole ich Nidoking raus. Ja. Und er hat Glurak gekillt. Wobei, ne. Ich versuch den erstmal mit Dragonier zu paralysieren. Ja, ich glaube, es geht nicht, weil er selber ein Dings an Pokémon ist. Nö. Bin ich sicher. Der hat mich jetzt paralysiert. Hahaha.
Und ich habe ihn paralysiert. Hahaha. Expidermis von Dragonir heilt sein Problem mit Paralyse. Geil. Ich liebe Dragonir. Der heilt sich, wenn er vergiftet ist, heilt er sich direkt wieder. Ja, das war jetzt auch nur ein Beispiel. Ja, zum Beispiel. Dragonir kann sich gegen alles heilen. Ist Dragonir. Ja. Der Bootsschuh kann gegen Dragoran. Ja. Dragoran ist ein fucking Bootsschuh. Ja, und Dragonir ist tot. Oh. Er war jetzt nie okay, die Bootsschuh. Ne, erst Porygon. Verdammt. Nach. Und Rüdiger. Rüdiger kommt zum Schluss. Also gut. Ich hab Zapdos gefangen. Aber sind so lustig, Pokémon oder was? Nee, Hyperball, aber. Ach, kaum hol ich Porygon rein, schmeiß einfach einen Hyperball und dann klappt das schon. Also, das ist halt Porygon. Eines der legendären Vogel-Pokémon. Beim Fliegen macht es. Pokémon. Ja, beim Fliegen macht es knackende und stappende Geräusche. Soll ich auch Schweif? Ne, er hat keinen Schweif, also kriegt es keinen Spitzname. Wenn es Dortmund-Fan oder wenn es. Was weiß ich. Es ist schwarz-gelb. Ja, nenn ihn Immobile oder Ramos. Oder Schalin oder Kagawa oder Jojic. Nein, er kriegt keinen Dortmunder Name. Wie nenne ich ihn denn? Ne, er kriegt keinen. Da kann ich verlassen, genau. Als du Lavados hast, nee, du hättest den echte Liebe nennen müssen. Und Lavados, der ist ja rot, den hättest du dann käufliche Liebe nennen müssen. Käufliche Liebe, das wird gar nicht passen, so lang. Aber ich wäre auch lustig. Doch, jetzt haben die mir gesagt, ich soll VM fliegen und mein Heimatdorf Alabastia besuchen gehen. Eigentlich. 18 Minuten. Echt? Ich hab Zapdos voll schnell gefangen. Ja, im Vergleich. Aber sonst ist es auch schon ein bisschen. Schon. Vor allem. Dann. Die sagen, ich soll die Zinnoberinsel erreichen. Ich war da ja schon, wa? Also fliege ich da jetzt einfach hin. Warum bist du jetzt zu dir nach Hause geflogen? Weil das da stand, aber ich war zu schnell. Ich hab zu spät gecheckt, dass ich jetzt zu den Oberhinseln muss. Wo ich mich jetzt heile und dann den Part beende. Also wir nähern uns ganz langsam den Eiländern zu, entgegen. Wo sind die Islands? Ich bin mal tot. Ich muss einfach nur Pyro besiegen und dann kommt so ein Typ namens. Nein, Arenaleiter Pyro. Feuer-Pokémon. Also. Achso, warte mal. Wo ist der? Zinnoberinsel. Achso. Wer braucht denn den nächsten Part oder was? Ja, ne, im nächsten Part muss ich erst hier das Pokémon. Ne, erstmal gehe ich ins Pokémon-Labor, aber das mache ich glaube ich jetzt noch. Ja, dann mach das jetzt noch und dann kannst du den nächsten Part Pyro und. Wir erforschen hier Pokémon. Wir stellen oft Gutachten über seltene Pokémon. Wo muss ich denn? Kann es eigentlich sein, dass nach den Islands schon Giovanni dran ist? Ja. Alter. Hallo. Ich leite hier die Forschungen. Wir forschen Fossilien von Urzeit-Pokémon. Hast du ein Fossil für mich? Helix-Fossil. Oh, das ist ein Helix-Fossil. Es ist ein
Fossil von Ammonitas, einem schon lange ausgestorbenen Pokémon. Dank modernster Technik können wir Pokémon aus Fossilen wiederbeleben. Ja, gib es schnell her, damit ich vorfahren kann. Es wird einige Zeit dauern. Komm einfach später wieder vorbei. Okay. Echt? Ja. Okay, dann holen wir uns das jetzt noch eben schnell. Und dann im nächsten Part machen wir das Pokémon-Haus. Aber zum Glück weiß ich, was ich machen muss. Ich muss die TM Blizzard finden. Die kann... Arctos, ich weiß. Wo warst du? Wir haben dein Fossil wiederbelebt. Ein Ammonitas, ganz wie ich es vermutet habe. Ja. Pokémon-Logik. Wow. Ja, Pokémon-Logik. Ich muss dir nach dem Part gleich mal was erzählen, ne? Ja, ja, ja. Warte mal, ist Rudiger jetzt eigentlich schon reingeschoben? Ja. Haben sich die Werte irgendwie verbessert? Ein bisschen, glaube ich. 39. Im nächsten Part wird's hitzig. Im Vertania-Wald mit Level 5 erhalten. So viel haben wir also trainiert. So viel haben wir also... Ja, so viel haben wir Rüdiger also schon trainiert. Ja, wie auch immer. Naja, geht so. Eigentlich hast du nichts wirklich trainiert, außer... Bevor ich mich... Hä? Egal. Dann danken... Troll sozusagen, weil ihr eben... Du kommst vorüber, machst einen Cut. Ja, wir haben ein bisschen trainiert. Ich mach 10 Minuten. Ich mach 5 Minuten. Ja, egal. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr mich mit dem Daumen nach oben unterstützen. Und im nächsten Part machen wir das Pokémon-Haus. Tschüss.